So. Ein neuer Tag, neues Glück. Gestern lief's beschissen. Sehr beschissen. Aber immerhin von 1 Million Credits auf 2,9 wieder hochgegangen. Wird Zeit, wieder meine alten Rekorde zu brechen. Kappa. So, so, so. Ah, wir haben leider nur noch 2 Stunden Booster. Freie Erfahrung haben wir gar nicht mehr. Alles zum Kotzen. Let's go. Oh mein Gott, ey. Schon gleich ein 10er-Gefecht. Drei Artis. Drei Klicker. Ich hoffe, das ist bald beim nächsten Update vorbei. Dass, glaube ich, nur noch zwei Artis sind. Aber glaube ich eher nicht, weil umso weniger Artis im Spiel, dann gibt es auch keine Gefechte mehr ohne Artis, wenn es nur noch zwei maximal gibt. Dann hat jedes Gefecht zwei Artis und darauf hat man natürlich auch keinen Bock. Weil es einfach zu viele Arty-Spieler gibt. Aber bei vielen wird natürlich auch die Lust genommen am Arty-Spielen. Weil im Prinzip ist das ja ein Arty-Nerf, der bald kommen soll. Es gibt zwar noch Stun, aber der macht wenig Schaden. Dann gibt es eine andere Granate. Der macht viel Schaden, macht aber keinen Stun. Und dann gibt es noch die AP-Granaten, die machen sehr viel Schaden, aber die müssen halt direkt die Panzerung treffen. So wie früher quasi. Bäm, schön gekettet, nimmt ihn auseinander. Oh nein, er geht zu. Hoffentlich schießt da jemand drauf. Leute! Ah, Mann, hat Zickzack. Dass der immer noch lebt? Mensch, wieso schießt du nicht? Kann nicht sein, dass sie alle auf der anderen Seite sind. Hier wird auch noch was stehen. Irgendwo wird hier noch was stehen. Ja, also den Artis, also die Arti-Fahrer wird der Spaß auf jeden Fall genommen mit dem nächsten Update, wenn das so durchgeht. Ich habe mir das mal genau angeguckt, das Video. Ich bereue nichts. Ich finde es gut, weil Arti einfach eine unfaire Spielklasse ist. Die könnte dich dauerhaft beschießen. Du kannst gegen den nichts machen. Aber gut, die waren halt schon immer im Spiel. Komplett rausnehmen werden sie sie nie. Sehr toxisch, dieses Gefecht. Zumindest auf der Seite.
einen Baum umgekippt. Ich habe zu einen schlechten Reload leider. Bleibt er noch offen? Oh, schön, gekettet. Ist meiner. Ich treffe ihn nicht. Chinesen-Kanone halt, ne? Schlimmer noch als russische Kanonen, sind zwar genauso ungenau, aber haben nicht die Dispersion-Werte wie die Russen. Die Chinesen sind einfach total underpowered. Und dann könnte ich beschießen, wenn er nochmal rückwärts fährt. Macht er aber nicht. Leckt das gerade? Also, bei mir nicht. FPS ist okay, Leck ist grün, aber irgendwie sah das so aus, als wenn es geleckt hat. Ich glaube, ich muss mal vorfahren. Sind halt noch alle drei Artis am Leben, ne? Nein, come on! Ja, ich habe mich komplett eingezielt, aber dann wäre er gestorben. Die Artis wollen mich, ne? Die wissen, dass ich hier bin, aber die kriegen mich ja nicht auf. Wir haben keine Sichtweite. Na, wo seid ihr denn, kleine Klicker? Oh nein. Ah, da komme ich ran. Artilein, du brauchst nicht traurig sein. So. Mit einem S und Doppel O. Was sind jetzt schon wieder? Epische Belohnung erhalten. Wow. Ey, das ist wirklich geil. Turbolader Geschenk gekriegt oder was? Das ist ja nice. Online, nehme ich. Und ich habe wieder freie Erfahrung bekommen. Nice. Was war denn das für eine Mission? Epische Belohnung. Was musste man da machen? Ach, Tagesaufgaben. Ach so. Den Scheiß. Ach so. Verbesserte Zielführung. Ja, kann man auf gewissen Panzern auch gebrauchen.
auf Panzern, die sehr, wirklich sehr ungenau sind. Gut, gewinnen Sie 3 Gefechte, gewinnen Sie 4 Gefechte. Easy. Na denn. Ha! Bei meinem Glück verliere ich jetzt nur noch alles. Die letzten beiden Tage waren ja so scheiße. So, Flintstones. Ab zu Städtchen. Verstehe ich nicht, warum das da oben Stadt heißt. Eigentlich müsste es Kloster heißen da oben. Schließlich ist es das Kloster, das in der Mitte. Und das da unten nennen sie Dorf. Alles klar. Legen wir los. Panzerkampfwagen 50. Nices Gerät. Können aber leider nur die Besten kriegen. Ob es das überhaupt noch mal wieder geben wird, fraglich. Komm noch mal vor. Das schmeckt dir, ne? Progetto, dachtest du, wärst schon zu? Oh. Oh, danke, Victoria. Der wird da nicht nochmal drin stehen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, da ging ihn daneben. Alter, wie kann der bloß so weit daneben gehen? Kann doch nicht wahr sein. Bam. Weg mit dir. Schmeißfliege. Arti, ich habe keinen Bock auf dich. Ich will erstmal zugehen. Defender fährt unten rum. Aber die fahren oben rum. Sollte ich beschießen können. Da ist die Lücke, ne? Ja, da ist die Lücke. Da ist der Panzerkampfwagen da hochgefahren? Kann man da hochfahren? Der war doch in der Mitte gefahren vorhin, oder nicht? Dann irre ich mich auf. Oh mein Gott. Ah, guck mal, wer da ist. Mach mal ein Stück vor. Scheiße. Arti, my love. Arti, my love. Weg mit dir, elende Schmalzfliege. Ja, moin. Das ist noch nicht gewonnen, ne? Wir sind im Rückstand mit HP. Das ist noch nicht gewonnen. Ah, wen kommt denn da? Wer kommt denn da? Du schubst mich hier jetzt nicht runter, Freundchen. Macht er mich auf? Er macht mich auf. Scheiße, seh nicht. Ah, meiner Keulung. Spät geschossen. Wer ist denn da hinter uns? Ziel erfasst. Ich sehe sie nicht mehr. Boah, ganz schön laggy gerade. Sind das die Server? Ich bin's nicht.
Leute, das ist noch nicht gewonnen. Das ist überhaupt noch nicht gewonnen. Das ist noch gar nicht gewonnen. Aha. Da. Alleine kämpfe ich gegen den nicht. Sieht nicht so gut aus. Da waren sie wieder überheblich überall reingefahren. Völlig überheblich. Oh, den sollte ich jetzt in den Arsch schießen können. Scheiße, jetzt hat er mich noch aufgemacht. Ja, das war's. Da brauche ich nicht mehr hinfahren. Shit. Ja, ich bin hier alleine, ne? Das war's. Wir sind ja auch nur noch zu dritt. Der Poketto ist weit weg. Der wird jetzt einfach rumfahren und will mich killen. Er hat einen besseren Reload als ich. Er hat einfach einen besseren Reload als ich. Ja, ja, ja. Schüsse ausgefallen. Nachladen dauert länger. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ah, der Schütze ist tot. Mann, hör auf mich zu schieben, Junge. Ja, 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 du mich auch. Ja, kann ich nichts machen. Kann ich gar nichts machen gegen den Typen. Oh, egal, weiter geht's. Thank you.
Vielleicht kann er in die Mitte. Das ist schlecht. Ja, es wird nichts in der Mitte aufgemacht, das ist das Problem. Der KV4 könnte was aufmachen, aber der hat scheiß Sichtweite. Wollt ihr pieken? Ihr wollt pieken? Okay, dann komme ich mit. Zu viert sind wir stark. Ja, mein Sand sind wir stark. Oha, was machst du denn hier? Los, lass ihn die auseinandernehmen. Oh nein! Ah. Am Anakoidum. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Schade, ich wollte ihn ketten. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oha, der kotzt richtig ab, Alter. Der kotzt so richtig, richtig, richtig ab. Der arme Kerl. Aber er war auch ganz alleine hier hingefahren. Das hätte er nicht machen dürfen. Er hätte lieber in der Basis campen sollen. Scheiße! Meins! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Oh, die Arti wollte ihn klicken. Oh, so schade. Oh, Skorpion. Meine Fresse! Der hätte aber auch treffen können. Oh, was ist da? Was haben wir denn da? Komm doch mal hoch! Fein machst du das. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wieso ging das? Oh shit. Der ging voll durch ihre Panzerung. Drecksack, wieso schießt du auf mich? Steht was vor dir. Elender Hund. Beide Scorpions weggeholt, so muss das. Aber wir verlieren. Wir sind übelst HP im Rückstand. Übelst. Ja, dann müssen wir ketten, ne? Ja, die Art, die wird mich gleich spashen, ne? Das ist vorbei. Ah. Wirkungstreffer. Wir haben sie. Der ging voll durch ihre Panzer. Die Art, die kann mich nicht mehr splashen, aber ich wurde resettet. Ich wurde leider resettet. Das ist natürlich scheiße. Ah, ich hab ihn auch gekickt. Ah. Alter, der hat erst volle Bewegung. Das ist eine fucking Isu. Das hat einen Ebenkreis von 3000 Meter. Er trifft aus voller Fahrt. Alles klar. Mhm. Ich verstehe. Russian. Das ist unfassbar. Das glaubt kein Mensch.
Das Ding hat so schlechte Dispersion-Werte. So schlechte Genauigkeit. Er trifft außer Fahrt. Genau. Ich habe wirklich damit gerechnet, der schießt daneben. Aber ja, EOT halt, ne? Russia, no problem. Russia. Easy snipe. Russia. Ich fahre mal in die Mitte. Oder? Weiß ich nicht. Fahre ich hoch oder in die Mitte? Auf geht's! Das hat sich wohl erledigt mit der Mitte, das sind viel zu viele. Leider keine mitgekommen. Wieso hat man von hier aus da kein Schussfeld? Finde ich nicht gut. Ach, come on. Aber nicht. Wirkungstreffer. Wo ging denn der Schuss schon wieder hin? Kanone, sei doch mal einmal vernünftig. Danke. Danke. Alter, mit HE macht er 64 Schaden. Willst du mich verarschen oder was? Sei vernünftig, Kanone, ja? Sei nicht so zickig. Das war von uns jemand, der hat den Baum gekillt. Ach man, ey, wir sind schon wieder 4000 in Rückstand.
Warum macht das keinen Spaß? Der ging voll durch ihre Panzerung. Nächster Boogie. Jackson. Der Shiotier kommt gleich von oben, ne? Leck mich. Kuckuck. Genau, ein Lowell. Der Jackson kommt gleich. Nein. Der Shiotier, meine ich. Kommt gleich von hinten. Ziel erfasst. Kleiner Fixfrosch. Kette beschädigt. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Leckt mich alle am Arsch. Die Runden laufen wieder mal richtig beschissen. Macht ja wieder richtig Spaß. Genau so ist es. Neue Runde, neues Glück. Silver D-Sun. Moin. Gar kein Glück heute mehr. Nur einmal gewonnen. Oh, 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 oh. Komm. Kettet. Nein! Ich hab ihn doch gekettet, Mann. Was soll denn der Scheiß? Wirkungstreffer. Mist. Steht er jetzt hier hinter oder ist er wirklich weggefahren? Das sah so aus, als wenn er weitergefahren ist. Ich bin aufgegangen. Das heißt, er steht da schon wieder. Nee, kann nicht sein. Er hat nur bis hier Sichtweite, denn er ist maximal bis hier in Gefahr. Kann mich gar nicht gesehen, aber der muss schon... Wo war das? Und wo wurde ich aufgemacht? Von ES3 doch nicht! Wer macht mich hier auf? Das kann nur aus der Mitte sein, der ist weit vorgefahren. Von da aus kann er mich nicht gesehen haben. Müsste er hier stehen. Ha, vom Wegen, da hinten steht er. Scheiße. Fährt er da wieder rauf? Das ist wirklich eine Glückssache, den zu treffen, ne?
fährt seine Zacken. Meine Fresse, bleib doch mal stehen, du Schmalzliege. Ja, genau. Und dann trifft man ihn und dann trifft man die Kette. Typisch, also die Räder. Typisch diese fucking EWRs. Warum kriegen die diese Sonderpanzerung mit diesen scheiß Rädern? Was soll diese Scheiße? Wer hat das erfunden? Ja. Yeah. Alter, ihr kotzt mich so richtig an, Alter. Dieses fucking Team. Diese fucking Radpanzer. Oh, oh, jetzt fahre ich auch noch. Kehrt. BZ5A. Willst du sterben? Oh, diese Radjochen, ey. Die gehen mir so auf den Sack. Meine Fresse. Die trifft doch keine Sau. Ja, jetzt bin ich hier alleine, oder was? Geil! Ah, GG. GG, Junge, GG. Ja, 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 ja. Du mich auch. Ja, ja, du mich auch. Ich treff schon wieder diese fucking... Ah, Mann, der Keule. Weg mit dir! Oh, ist das ätzend, Alter. Sind diese fucking Dinge Radpanzer ätzend, Alter. Na klar! Genau! Ja. Ich kann nicht Stun reparieren. Ist das ätzend. Arti ist tot. Ja, ja, ja. Ey! Ich hab keinen Bock mehr. Fick dich. Diese Runde war wirklich maximal useless. Hier hat einfach gar nichts funktioniert. Neue Runde, neues Glück. Schon wieder so ein Radjochen, den man nicht treffen kann. Ich
Wer hat das bloß beschlossen, dass die im Spiel sind? Wer war das? Genau. Oh Mann, wieder so ein Radjochen. Ich schieße auf die schon gar nicht mehr auf hohe Distanz. Macht keinen Sinn. Da ist mir der Milo zu schade. So ätzend, diese Radpanzer. Du kannst echt nicht mehr gut spielen, wenn nur ein einziges Vieh von denen drin ist. Du kannst nicht mehr richtig spielen. Wieder mal ein Low-Roll. Eins zu sieben. Geil. Geil. Einfach nur geil. Volt auf Spaß. Volt auf Spaß. Alles tot in der Stadt. Alles. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Wir
könnt mich alle mal. Munitionstreffer! Zum Glück ging's nicht hoch. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Das war's für... WOT macht Spaß und ist überhaupt nicht stressig und ist gut fürs Gemüt. Wer kann denn bei sowas ruhig bleiben, ganz ehrlich? Wer zum Teufel? Das geht gar nicht. Da kriegen alte Opas Herzanfall. Schon wieder so Radjochen. Ich könnte schon wieder kotzen. Scheiße. Der Radjochen schon wieder im Gebüsch. Bäm! Du teilst einen aus, ich gebe dir zwei. Einmal rechts, links. Steht er? Oh, der steht ganz hinten. Wirkungstreffer. Hat die Arti schon geschossen?
getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ziel erfasst. Ich sehe sie nicht mehr. Da ist Poghetto, Mann. One-Shot für alles. Wo ist der EBR? Oh nee! Ja, genau. Der ging voll auf die Panzerung. Da ist der EBR. Den treffe ich sowieso nicht. Gut. Erledigt jemand anderes für mich. Poghetto muss da irgendwo sein. Der nimmt uns jetzt gleich beide raus. Weg mit dir, Schmalzfliege. Geh aus dem Weg. Das muss besser werden. Geht's. Oh, geh aus dem Weg. Oh. Nimm das! Dreckiger Schneckenschleim.
Der ging voll durch ihre Panzerung. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Oh, nur gekettet. Oh, wenigstens krieg ich ein bisschen Trackschaden. Und der Restspot. Der hätte auch mal reingehen können, oder? Der Wrack fehlt da vorne. Ne, da ist noch einer. Es sind zwei Wrack. Nix da. Beide gebounced, Digi. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Weil du musst 20 Sekunden reloaden. Auf Wiedersehen. Er kann natürlich flüchten, alles klar. Du kannst nicht flüchten, Digi. Bam. Nimm das. Aha. Aha, aha. Ein Lansen. Ein Lansen. Ach komm! Er dreht so schön seinen Turm weg. Mann! Da ist der Lansen. Kein Schussfeld. Ich habe in der Kette gezielt und er geht sogar über den Turm. Alles klar. Wargaming, danke für diese super Genauigkeit, die der angeblich haben soll. Wirkungstreffer. Nimm das. Müsste ich mal eine HE laden, ne? Jawoll! Hat er schön den Turm weggedreht. Hast du gut gemacht, Bubi. Ah, der Borasco holt ihn sich, ne? Ne, der Borasco holt ihn sich. Mit Sicherheit. Oder er stirbt. Kann auch sein. Er stirbt nicht. Ach, der Borast hat ihn nicht geholt. Vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Er fährt ihn hinterher, ja, genau. Ziel erfasst. Nein! Rammen! Kette verloren. Reicht nicht. Er hat kein Ramskill. Oh, Mann. Wegen den Huckel da. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Und der Schweizer. Kann ich mir ein Ei drauf backen? Falsch.
Das muss wehtun! Ich warte extra so lange, dass da einer quer fährt. Und dann passiert sowas. Das muss wehtun. Ist doch nicht euer Ernst. Darauf schieße ich nicht. Treffe ich nicht mit der Kanone. Aber das... Nein, auch nicht mal das. Nicht mal das trifft man mit der Kanone. Geil. Weil die Kanone einfach geil ist. Macht Spaß. Richtig funny. Ach, komm schon! Oh, jetzt fährt er wieder vor. Ich könnte so kotzen, ne? Jetzt ist er tot. Das hat er auch nicht getroffen. Den vollen Turm. Oh, ich habe mal Schaden gemacht. Wow. Alter, nach 3000 Jahren. Was für ein Ereignis. Kuckuck! Weg mit dir! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Feuererlaubnis erteilt! Ich sehe sie nicht mehr! So ein Scheiß aber auch, wa? Da kommt einer euch einfach spotten. Oh. Ah, genau! Ey, diese Kanone ist einfach nur abartig schlecht manchmal, ne? Abartig schlecht. Abartig schlecht. Ich habe erst 500 Schaden, ne? Ich könnte so kotzen. Ja gut, der ging nicht durch, ist klar. Aber sonst einfach nur schlecht. Arti schießt jetzt hier rein. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich krieg sonst hier kein Damage ab, ey Mann. Ich hab nur 500 Schaden, was soll die Scheiße? 3 Milliarden mal geschossen, 500 Schaden. Geil, World of Tanks. Ihr seid die Besten. Hätte jeder Schuss sitzen müssen. Ja, der Progetto staubt alles ab. Nice. Da kommst du nicht so hoch. Ja, genau. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Drehgeschwindigkeit verringert. Wirkungstreffer. Drehgeschwindigkeit verringert. Drehgeschwindigkeit verringert. Fahrzeug zerstört. Oh, was ist das wieder für ein Bullshit, Alter? Ich hätte hier locker 5000 Schaden haben müssen. Aber nein, Kanone will nicht. Weil sie ist fucking chinesisch. Sie hat fucking Schlitzaugen. Deswegen sieht sie nichts. Das kann doch nicht sein.
Kanone ist einfach nur abartig schlecht. Warum macht sowas Wargaming? Hat gute Stats, aber trifft nichts. Kann doch einfach nicht wahr sein. Sollen sie damit aufhören, immer die Stats so gut zu reden? Diese versteckten Stats, die sollten sie auch anzeigen. Sein, Alter. Auf geht's! Schon wieder so schlecht. Ja, du stehst davor, Mann. Oh. Oh. Nee, ne? Schnell kann keiner reagieren. Och Mann! Geht doch. Wir haben sie. Der ist abgeprallt, weil das so eine richtig geile Kuppel ist. Alles grün und dann diese angeschrägte Scheiße. Wer baut denn so einen Schrott? Du musst da gleich sidescrapen, ich fahr nicht vor. Jetzt fahr ich vor. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Alter, hier kommt eine Torte. Ah, scheiße. Komm noch mal zurück. Der hat mich nicht aufgemacht. Nein, um Gottes Willen. Das kann doch nicht sein. Oh, Mann, was ist das heute so schlecht? Das ist halt einfach alles so schlecht heute. Ja. Ach, komm, hör auf. Das ist heute alles so schlecht, so richtig schlecht. Boah, Wargaming will einen nur noch verarschen, ey.
Das ist einfach alles nur so schlecht, so richtig schlecht. Das macht keinen Spaß, ey. Oh Gott. Och Mann, ey! Erst habe ich Runden, wo ich Pech hatte, und jetzt spiele ich auch noch grottenschlecht. Spiele ich auch noch grottenschlecht, Alter.
Ja, Manitou, der Panzer schmeckt. Die DPM schmeckt. Total. Ja, nee, überhaupt nicht. DPM ist unterirdisch. Und ich fahre auch noch unterirdisch. Und kriege noch unterirdische Matches und unterirdische Teams. Alles unterirdisch. Von den Panzer ist die DPM gut, ja. Aber den Chinesen Kacke, die hätte ich mir nie kaufen sollen. DPM ist unterirdisch. Gucken wir mal, was hier so geht. Wenigstens gewonnen. Wäre ja auch ein Wunder. Von der Seite kann man nur gewinnen. Ah, was, wo die Schüsse schon wieder hingingen. Und er dreht seinen Panzer gerade so weg, so dass ich ihn in die Kette baller. Obwohl er vorher gekettet war, hat er noch schnell die Kette repariert, so dass ich ihn voll in die Kette baller. Alles klar, alles klar. Geil, freut mich. Happy Birthday to you und frohe Weihnachten. Und ich gehe hier bestimmt auf. Genau, ich gehe hier natürlich auf, weil da der Winkel ist. Da, da, gucken Sie nämlich rein. Genau. Ja, ich bin getrackt. Piss dich, du Hurensohn. Du Pisser hast mich aufgemacht, du Drecksack. Und er macht mich wieder auf. Alter, nimm diesen Pisser raus, ich mache hier gar nichts mehr. Der Light muss weg. Kann hier nichts machen. Ich treff die Kanone. Ich treff die Kanone. Wirkungstreffer. Ja, was erwartest du? Wir gehen von der Mitte auf. Jodelt ihn mal eine raus. Also der ist schon tot. Okay. Da habe ich nichts gesagt. Wieder so ein EBR-Spacken, Alter. Meine Fresse, die gehen mir auf den Sack. Oh, wir gewinnen schon wieder und ich habe wieder keinen Schaden. Was ist denn hier was los? Und jetzt fährt er weg. Der hätte auch nicht getroffen. Oh, tolle, tolle Kanone. Geil. Super geile Kanone. Eine der besten Kanonen überhaupt im Spiel. Geil. Trifft gar nichts. Einfach nur Schmutz.
Einfach nur Schmutz. Meine Fresse, ich kriege hier schon wieder nichts ab hier. Ich könnte schon wieder kotzen. 700 Schaden. 700 Schaden. Geil. 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 Freu mich. Toll, supi. Wir haben gewonnen. Oh. Ich heule gleich, Alter. Ich reiß hier gleich die Hütte auseinander. Diese fucking Leit- und Radjochen. Piss dich. Es ist schon echt belastend gerade. Ne? Ich mache überhaupt keinen Schaden mehr. Kommt mir vor, als hätten wir schon wieder Marathon. Anfang war es noch ein bisschen spaßig heute Morgen. Also heute Morgen. Vorhin. Da ging das noch mit dem Schießen. Hat noch alles funktioniert. Jeder Schuss ging dahin, wo er hin sollte. Und jetzt nix. Absolut gar nichts. Und der hat auch nicht getroffen. Oh. Die Arti hat mich aufgemacht. Glaubt ihr das? Genau, du triffst dich nicht. Ja, weil du Heildown stehst. Du bist was Besonderes. What? Da steht ein T-30 oben. Da
steht ein T-30 oben. Ich könnte schon wieder kotzen, ey. Ich hab 0 Schaden. Läuft gar nicht heute. Genau. Kanone. Mach mal was Ordentliches. Oh, was machst du, Leo? Oh Mann, der hätte doch sowas von reingehen müssen. T30 da. Weg mit dir. Der hätte auch noch daneben fliegen müssen. War nicht voll eingezielt. Wargaming, was ist da los? Wieso trifft dieser Panzer auf einmal? Oh Junge, wir liegen übrigens hinten, auch wenn wir 9-6 vorne sind, das sind alles hier nur noch One-Shots. Da steht der T-30 irgendwo. Mal jemand aufmachen. Er ist One-Shot. Iso ist sowieso immer One-Shot. Weil die hat keine HP, keine Panzerung, kein gar nichts. Rest ist auch One-Shot. Das verlieren wir. Auch wenn wir 9-6 vorne liegen. Wir verlieren das. Und ich habe wieder keinen Schaden. Ja, schön. Hast du geglaubt, ich komme hoch, du Vollidiot? Irgendwo steht da der T-30 oder Scorpion. Scorpion von da. Ich fahre hier nicht hoch. Macht keinen Sinn. Aha. Scorpion hat sich den
Objekt geholt, ohne dass er überhaupt irgendwas aufgemacht hat. Geil. Das ist GG. Wir sind alle lost hier, alle lost, inklusive ich. Warum schießt du da nicht mal eine HE rein, Junge? Ja, schön. Sehr gut. Ich hab wieder keinen Schaden, Mann. Er nimmt mich raus, natürlich. Sag doch, wir verlieren das. Ich konnte nichts machen. Gar nichts. Gar nichts. Das läuft gerade richtig scheiße. Oh, das läuft gerade so richtig, richtig, richtig scheiße. Uns wurden jetzt keine 1000 Schaden gemacht. Keine 1000 Schaden, 5 Runden lang. Ja, genau, ihr schießt jetzt schon rüber, ihr Schweine. Ja, wir können hier nicht weiterfahren. Und wir sind hier auch nur zu dritt. GG. Meine Fresse, geh aus dem Weg, du Trottel! Muss hier schon wieder ein Radjochen im Gefecht sein? Muss das schon wieder sein? Hey, wir haben das doch gewonnen. Wow. GG. Könnt mich am Arsch lecken. Teammates sind mir egal. Kotzen mich nur an. Ich scheiß auf Teammates. Ich fahre nur noch für mich selbst. Das habe ich gelernt. Egoist sein muss man in diesem Spiel. Man muss einfach Egoist sein. Einfach nur für sich selber kämpfen. Und sich niemals auf Teammates verlassen. Auf gar keinen Fall. Der ging voll durch ihre Panzerung. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Oh, wieso bin ich denn aufgegangen zum Teufel? Fahrer tot, Ladeschütze tot. Nachladen dauert länger. Wer hat mich denn aufgemacht? Die andere Seite ist deutlich besser. Ich verpiss mich von hier. Ihr könnt alleine arbeiten da. Könnt mich am Arsch lecken.
Hey, dein Fahrer ist tot. Reparier den mal. Siehst du das hier nicht unten? Nein! Oh, wieso rast er denn runter? Oh. Ich könnte schon wieder kotzen, Alter. Och Mann, ey! Das sind wieder keine 1000 Schaden. Geh aus dem Weg. Ja, genau. Ach komm, hör da auf. Hör einfach auf. Wieder keine 1000 Schaden. Ich sag's ja. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Ich flieg hier bald aus der Wohnung raus. Ich flieg hier bald aus der Wohnung raus, wenn ich so weiter rumschrei. Das war so gut und ich war bei 2000 Durchschnittsschaden. Jetzt bin ich bei unter 1,5. Ich will den nicht nochmal fahren. Meine Fresse. Kotzt mich gerade richtig an. Gar nichts funktioniert mehr. Ich könnte alles kaputt schlagen hier, ey. Ich fahre im Wald jetzt campen. Mir doch egal, ob es Top-Tier ist. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich fahre jetzt campen. Schön mit den Jagdpanzern und Heavys hinten schön campen. Genau das mache ich. Könnt mich alle am Arsch schlägen. Top-Tier, Medium, Report. Wieder gewonnen und wieder keine 1000 Schaden. Geil. Ist das geil. Oh, das Ding macht Spaß. Richtig spaßig. Macht richtig Spaß. Könnt mich am Arsch lecken, ich camp hier weiter. Ich mache hier gar nichts.
Negativ. Wie letzter Bot hinten campen. Genau so muss das. Kannst mich am Arsch lecken. Ey, fahr mal vor, ihr drei, du hast Panzerung. Ich nicht, mein Unterwand ist schwach. Natürlich trifft er jeden Schuss. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ich verstecke mich schön hinter den AT-8. Schießt auf mich. Ist mir egal, scheiß auf euch Teammates. Ich scheiß auf euch, so wie ihr auf mich scheißt.
Nein, um Gottes Willen. Ey, ich habe über 1000 Schaden gemacht. Yippie! Mit Campen funktioniert's. Also ab sofort nur noch campen. Geil. Schön campen. Campen macht Spaß. Campen ist toll. Campen ist super. Schön hier vorne reinstellen, campen. Geil. Warum da oben hinfahren? Spotten, scheiß drauf. Ich camp nur noch. Wie der letzte Bord. Muss so sein. Campen. Schön campen. Campen ist super. Campen ist geil. Ich stelle mich schön da hinten rein, genau. Schön campen. Auf geht's. Aber nicht in den Panzer. Hey, Niederlage. Wow, yeah. Hey, ich bin offen. Geil. Yippie. Da steht schon was. Geil. Da steht schon was drin. Nein, wieso ist der zugegangen?
voll durch ihre Panzerung. Er steht da drin, die Drecksau. Kann ich ihn irgendwie doppelt pushen? Ich bin aufgegangen. Ich bin trotz Doppelbusch aufgegangen. Trotz Doppelbusch bin ich aufgegangen. Da ist die Sau. Wirkungstreffer. Weg mit dir. Hatte. Das war's mir wert. Er hat sich hier zurückgezogen und ist dann darüber gefahren. Genau. Ah, jetzt gehe ich nicht mehr auf. Was für ein Wunder. Oh, wieso ging der Schuss denn nicht rein? Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Ah, das schmeckt dir, ne? Das schmeckt dir.
Unterstützung wurde angefordert. Los geht's! Dein Ernst, ich bin ja alleine oben, oder was? Oh, jeder normale Mensch weiß, dass es auf dieser Map, wenn man den Hill hat, auch gewinnt. Aber nein, es interessiert keinen. Oh, schon wieder so ein OP-Panzerungspanzer. Er hat noch nicht einen einzigen HP verloren. Absolut fair und balanced. Ah, wen haben wir denn da? Wollte da uns jemand umfahren? Ein kleiner Süßer? Ach, ihr zwei kommt auch noch. Kann mich gar nicht gesehen haben. Guckst du, ne? Der ging voll durch ihre Panzerung. Guckst du, ne? Ja. So eine Scheiße aber auch. Oh, kriegst du auf dem Sack. Oh, kriegst von hinten. Guck mal, hinter dir. Guck mal, hinter dir. Bäm, weg mit dir. Kuckuck. Oh nein, jetzt kommt der OP-Panzer von hinten. Weg mit dir, OP-Panzer. Ich bin alleine. Ach geil. Ich bin alleine. Oh.
Geil. Ich bin alleine. Ich bin halt alleine. Alles klar. Ich bin halt alleine. Gut, das war's für heute. Ich habe keinen Bock mehr. Unterirdischer Schaden heute. 1400 Durchschnittsschaden. Das ist so unterirdisch auf Tier 8. Ich war schon bei 2000 und dann habe ich nur noch auf die... Die Kanone hat gemacht, was sie will. Die Teammates waren einfach nur ein Stück Scheiße. Einfach nur abartig. Leck mich einfach am Sack. In diesem Sinne, ciao mit V, wiederschauen und reingehauen.